Herzlich willkommen zurück hier am Racing und Gaming Adventure Kanal. Hier ist wieder euer Iltis mit einer weiteren Folge Catland Crops. Beim letzten Mal haben wir angefangen, unserem Acker hier Weizen einzusäen. Leider nicht ganz fertig geworden. Heute mache ich jetzt hier gerade die letzte Spur. Wir machen gleich das Vorgewende, Anwender. Machen den Acker nebendran noch, der uns auch gehört. Und den dritten Acker, den wir uns gekauft haben, den mache ich entsprechend offscreen. Genau. Soweit der Plan. So, jetzt haben wir hier quasi, jetzt muss ich in die Außenansicht schalten. Beziehungsweise wir fahren einmal so rum. Hier schauen, wie weit müssen wir denn da rein? Schon ein ganz schönes Stück hier, so in etwa. Gut, müssen wir hier das Field Guidance System neu einstellen. So, dann müsste gedreht werden. Glaube ich besser, wenn wir das direkt aus dem Acker ausrichten. Hier in der Mitte ist ein bisschen doof. Ja, das war jetzt schlecht. So. Jetzt können wir das besser einrichten. So, dicken Drehen und Bahnversatz. Okay, der Acker ist nicht ganz gerade. Gut. Und dann machen wir jetzt entsprechend das ganze Vorgewende hier. Damit unsere ganzen Spuren weg sind und wir das Feld gänzlich eingesät haben. Drei Spuren, denke ich, werden es werden pro Seite. Das Original-Vorgewende, was die entsprechend vorgestellt haben, das war ja also echt. Macht ja sowas von keinen Sinn. Das Video hat tatsächlich in der Zwischenzeit schon recht viele Aufrufe. Freut mich sehr, dass euch das so sehr gefällt. Und vielen Dank dafür auch. Da hatte ich ja aufgerufen, dass, falls einer tatsächlich weiß, das müssen wir mal hier schnell einklappen, dass wir um den Baum rumkommen. Da hatte ich aufgerufen, falls tatsächlich einer weiß, ob das einen tieferen Hintergrund hat, ob es da tatsächlich eine reale Anwendung für so ein UFO-Gewände gibt. Also ich kenne es tatsächlich, wie gesagt, nicht. Er sollte das bitte in die Kommentare schreiben. Ich glaube, Stand heute hat das Video 185 Aufrufe. Freut mich riesig. Und aber es hat kein einziger drunter kommentiert. Irgendwas in der Richtung. Ja, hier. Das gibt's wirklich, das macht Sinn, das wende ich häufiger an. Also. Ich glaube, das gibt es tatsächlich wirklich nicht. Beziehungsweise mag es vielleicht in der Theorie geben, aber in der Praxis nutzt es einfach niemand. Falls einer das Video nicht gesehen hat und jetzt dieses Video sieht und das kennen sollte, darf gern auch hier drunter kommentiert werden. Oh shit. Das habe ich total in Gedanken versunken, euch hier erzählt und erzählt und vergessen, die Maschine auszuklappen. Ja, ich weiß, dass ich da nicht arbeiten kann. So, wir klappen die jetzt schon mal aus, dass wir es nicht gleich nochmal vergessen.
So. Aber tatsächlich, ich habe sie gesenkt gehabt und er hat die schmale Spur gemacht. Interessant. Das heißt, wir sehen die jetzt doppelt. Theoretisch, nach purem Realismus, müsste dann natürlich auch doppelt so viel aufgehen. Wir merken uns das mal und in ein paar Folgen, wenn wir dann ernten, schauen wir uns das genauer an, ob hier tatsächlich auch eine Bahn ist, wo mehr gewachsen ist, doppelt so viel. Da bin ich echt gespannt. Oh no. Wisst ihr, was ich falsch gemacht habe? Ich hatte verschreckt die Maschine nicht ausgehoben. Und deshalb sind wir jetzt nochmal leer gefahren. So, aber jetzt hier. Ist halt echt, es wäre cool, wenn man hier irgendwie sehen würde, ist sie jetzt oben oder ist sie unten? Oder hier unten auf dem Monitor? Das haben doch die ganzen neuen Traktoren. Anzeigt, ob die Maschine oben oder unten ist. Das muss unbedingt hier auch in die Simulation mit rein. Und nicht falsch verstehen, wenn ich hier meine Kritik entsprechend äußere. Ich finde das Game mega gut, so wie es aktuell ist. Und ja, ich weiß, wir können es nicht besser wie ein Landwirtschaftssimulator. Mir macht es riesig Spaß, hier zu arbeiten. Und ich mache hier quasi Werbung kostenlos. Ich bekomme nichts dafür. Aber es gibt halt so ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht so gefallen, die ich aus meiner Sicht verbessern könnte. Und die kritisiere ich dann halt entsprechend. Falls es einer von den Entwicklern sieht, kümmert euch drum. Würde ich echt feiern. Und genau, die Sachen, die mich extrem stören, die schreibe ich dann auch ins Forum. So, Moment. Jetzt müssen wir die automatische Bahnlenkung ausschalten. So. Da wäre es auch am optimalsten, sobald man vom Feld weg ist, wird die automatische Bahnlenkung automatisch deaktiviert. So, dann ist das Vorgewende hier. Und der Acker ist nicht ganz symmetrisch. Müssen wir es neu einstellen. Ah, ich glaube, der macht es nach Fahrtrichtung. Das war zu viel. 1 zu und dann ein bisschen so rum Versatz. So müsste das doch passen. Ah, Moment. Wir müssen natürlich die Bahnlenkung wieder aktivieren. So. Jetzt geht's weiter hier. Mit der Aussaat des letzten Anwenders. Hat jetzt doch ganz schön lang gedauert. Ja, aber prinzipiell bin ich sehr positiv gestimmt. Ich denke, die Entwickler sind da auf einem sehr guten Weg. Die werden nach und nach neue Maschinen
und so weiter bringen. Die andere Map ist noch in Arbeit. Und dann denke ich, nein, noch ein Stück weiter links. Wird es so im Laufe der nächsten Zeit? Klar, das ein oder andere Feedback werden sie garantiert auch einfließen lassen und verbessern, und dann wird es irgendwann ein richtig gutes Spiel sein. Schwer abzuschätzen. Mehr Fruchtarten. Denk mal bis dahin, dass wir wirklich neue Fruchtarten und neue Maschinen für neue Fruchtarten bekommen. Wird schon noch so ein Jahr dauern, wenn man realistisch ist. Ja. Ihr dürft auch gern mal in die Kommentare schreiben, ob es für euch soweit in Ordnung ist, wie ich das hier jetzt gerade gestalte mit meiner Karriere, von den ganzen Einstellungen, wie ich was mache. Oder hättet ihr gern, dass ich hier hardcore extrem wirklich aussteige und alles von Hand anhänge? Geplant ist es nicht. Wenn jetzt nur einer schreibt, ja, ich hätte das gern, werde ich es deswegen auch nicht ändern. Deshalb schreibt vielleicht auch mal rein, wenn es für euch in Ordnung ist, wenn man das so lässt, wie es jetzt ist. Und ja, dann kann ich da entsprechend ein bisschen auf das Feedback reagieren. So, jetzt haben wir das gleich. Hey, stopp, halt. So, das Feld ist fertig. Wir laufen mal kurz hin. Das Feld ist fertig, unser Trecker ist dreckig. Genau. Komplett fertig gesät. Schauen wir mal kurz hier rein. Traktoren. Ah, ich war schon wieder XP dazu bekommen. So, wo sind wir denn? Hier sind unsere Fahrzeuge. Planungsmenü. Geld. Doch, hier ist es doch. Im Besitz, da muss ich hin. Das war jetzt welches? Das 18er, genau. 2 Hektar. 2 Hektar Sommerweizen. 99,1% von dem Feld sind gesät. Da waren wir doch schon mal gut. Denk mal, in Realität glaube ich nicht, dass man da besser ist. Dünger ist jetzt entsprechend aktuell auch von allem genügend entsprechend vorhanden. Phosphat fehlt ein bisschen. Und da müssen wir dann entsprechend ein bisschen nachdüngen irgendwann. Gut. Dann klappen wir die Maschine ein und fahren zum nächsten Feld. Auf die andere Straßenseite. Einmal durch das Feld vom Nachbarn hier. Da habe ich mal wieder was vergessen. So. Ja, das erinnert vielleicht gerade an das eine Video, wo sich in dem Szenario wirklich der Trecker selbstständig gemacht hat. Das war fürchterlich. Oh, ich sehe gerade, es war ja sogar hier an der Ecke. Es war genau dieses Feld, was da mit Gras eingesät war. So, jetzt darüber, und dann ist das unser zweites Feld. Muss man Weizen mit Weizen bestücken. So. Automatische Lenkung brauchen wir wieder. Und den Bahnversatz. Kann man noch einen Ticken drehen? Perfekt.
So, Maschine ausklappen. Zack. Senken, anschalten und los geht's. Ui, das könnte gefährlich werden. Der ist ganz schön so steil hier. Also wenn es da extrem nass ist, da kann ich mir gut vorstellen, dass da die Maschine dann seitlich den Hang runterrutscht. So. Ich säe mit euch jetzt noch hier entsprechend dieses Feld. Soweit wir überkommen, bis die Zeit entsprechend rum ist für diese Folge. Moment, muss mal kurz aussteigen. Seht ihr das? Da ist noch so eine Reifenspurenstück. Ich vermute fast, dass die Maschine ein bisschen driftet. Wir müssen gleich mal in der Außenansicht das Ganze anschauen. Und dass sie aufgrund dessen... Moment. Ich muss kurz anhalten, mir fällt was ein. F1. Feld 18. Sommerweizen, okay. Es gibt tatsächlich Sommerweizen. Wusste ich jetzt nicht. Ich weiß, Hafer sät man früher und Gerste kann man früher sehen, aber Sommerweizen, okay. Das heißt, was ich letzte Folge angesprochen hatte, müsste damit passé sein. Es müsste alles ganz ordnungsgemäß aufgehen. So. Moment. Sinken. Das ist das Problem. Tellerhöhe anpassen. Ihr seht, na, das ist ein bisschen doof jetzt. Ich nehme meine Maus nicht. Wenn ich gleich wieder einstelle, achtet mal hier auf die Zinken und auf die Räder hier. So, jetzt. Gehen hoch und runter. So müsste am tiefsten sein. Fahren wir so mal weiter. Also er kobert auf alle Fälle, weil er macht hier die Grafik anders. Okay, jetzt vorbei. Upsala. Fast zu weit gefahren. Müssen es gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht liegt es tatsächlich am Hang. Weil hier vorne war das vorher auch nicht. Das hat erst irgendwann hier angefangen. Jetzt fängt es wieder an. Hier ist noch ein Teil von der Ackerspur. Heißt es, ist wirklich driften du die nicht bergab? Aber irgendwie... deckt sich irgendwas nicht genau und deshalb... bleibt da so eine Furche drin. Ist halt so in dem Acker hier. Kann man nichts ändern. Ich würde fast sagen, dass wir den dann auf lange Frist irgendwann mit Gras einsäen und dann als Wiese nutzen.
Aber jetzt diese Saison, nächste Saison noch nicht. Vielleicht sollten wir unsere Felder auch ein bisschen genauer anschauen. Zukünftig, bevor wir die kaufen, dass wir nicht so viel am Hang kaufen. Aber ich wollte jetzt erstmal hauptsächlich... Alt! Dass wir Felder haben, die nah am Hof sind, dass wir nicht so lange Fahrtstrecken haben und ich euch möglichst viel zeigen kann. Genau, ich mache jetzt quasi das Feld noch fertig, mache das nächste Feld, was wir gekauft haben, auch noch. Das hat, glaube ich, 3,6 Hektar. Und wir sehen uns dann danach wieder, wenn alles gesät ist. Dann werden wir uns mal anschauen, wo wir noch was düngen müssen. Zeit ein bisschen vorspulen und dann mal schauen, wie das Ganze so wächst und gedeiht. Genau. Bis dahin. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.